Hallo, willkommen zurück bei Bioshock. In den Endzügen. Ich glaube, jetzt kommt das letzte. Der Kampf mit Fontaine wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Napalm gespart habe. Weil der Kerl ist ziemlich. Ja. Haben wir ein bisschen aufgerüstet. Das ist sehr schön. Aber ob wir jetzt gleich zum Endkampf kommen, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich den letzten Part auch ein bisschen länger dann. Und ja. Vielleicht lade ich ja auch ein bisschen mehr hoch, damit ich das hochgeladen bekomme, damit das nicht ewig dauert. Na? Es ist nass. Ja. Willkommen im Zirkus der Werte. Mist. Ich hab nicht mehr viel Schrot. Boah, wie geil das aussieht. In Bioshock 2 wird's noch um einiges geiler. Das kann ich euch aber verraten. Ja! Ich sammle jetzt alles, was ich irgendwie mitbekommen kann. Hacken! Ja, komm! Den holen wir uns. Den können wir sehr gut gebrauchen. Was war das denn? Da hat es gerade mal ganz kurz gehangen, habt ihr das gemerkt? Rüber und runter. Ich nehme hier überall noch mal mit, was ich kann. Die Pistolenkugeln gehen mir auch langsam aus. Wo genau soll ich hin? Ich nehme einfach mal. Nee. Ich glaube, wir müssen hier lang.
Ich hoffe es zumindest. Ich bin mir sehr unsicher. Da waren wir schlampig. Da haben wir was vergessen. Hier lang und da lang und nach oben und hier nach oben und da nach oben und zack. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Alter! Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Ja, das glaube ich dir sogar. Wohin muss ich? Hä? Habe ich irgendwas verpasst oder? Nee, hier lang. Hä? Wo sollen wir hin? Aha. Sollen wir dahin? Ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich dann wieder zurück. Aber wenn es mir so angezeigt wird, dann denke ich mal, dass wir da hin müssen. Aber. Hä? Na komm. Lad schneller. Gut, Mikro ist diesmal an. Ich habe daraus gelernt. Man könnte, weil Bandicam ja ziemlich kleine Dateien macht. Oh mein Gott. Nö, also da laufe ich nicht durch. Da ist eine Vita Chamber. Wir sind noch kein einziges Mal gestorben, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, wir sind kein einziges Mal gestorben bis jetzt. Der Trottel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Junge! Okay. Nein! Letzte Chance, Kleiner. Gib auf.
Dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Hab ich? Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Oh ja. Die haben wir gerade benutzt. Ich muss mal sagen, ich gehe mal erst hier rein. Toll. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein An deiner Stelle wäre ich liegen geblieben. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt. Auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufklatschen wie Aftershave. Man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Wo denn? Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Alter, Alter! Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mir aus der Erde untergehen und es auseinandernehmen. Stück für Stück. Und das hast du ihnen eingebrockt. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. So, jetzt hast du keinen Bodyguard mehr. Hecken! Na. Ich suche mir einfach die Einzelteile. Ne, weißt du, ich spare Muni. Alter! Junge! Alter! Boah, wenn wir das nicht auf einfach spielen würden, ne? Es wäre schön, wenn ich...
Okay. Hier, du meinst so ein Monster wie Fontaine? Hier werden die also hergestellt. Oh! Hier werden die hergestellt, die Big Daddy-Anzüge. Die sehen hier aber viel kleiner aus. Okay, nächster Halt. Bin ich hier richtig? An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden, außer Schmerzen. Ja, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Und die finde ich wo? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Bei Bioshock 2 hat man nicht so eine... Du kannst so viel Rädchen schlagen, wie du willst. Los! Ja, ich weiß, ich spare gerade ein bisschen Munition. Ich bin hier falsch. Ich müsste normalerweise an den Händen das Zeug vom Anzug haben, oder? Komisch. Naja, egal. Wenn ich jetzt wüsste, wohin, ne? Aber ich weiß es ja nicht. Erstmal plündern. Wenn sie auf Konfrontationskurs sind, sind sie nicht mehr so stark. Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Su Shong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Su Shong muss darüber nachdenken. Und so wurden die Big Daddies erschaffen. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Hätte er es nur durchgehalten. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein... Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt!
Der Einzige, der hier gleich Dreck frisst, bist du, mein Freund. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Handschuhe, die könnten wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Wärmesuchende. Ah. Aber wenn man sowas sammelt, kann man sich das alles kaufen. Oh. Oh. Wir sind. Wir sind sowas von übermäßig ausgerüstet, ne? Oh. Ja, Bibliothek. Wir haben genau null Adam. Ich werde vorsichtig sein, keine Sorge. Aber ich werde das Schwein auch killen. Hallo? Hä? Wo muss ich hin? Was willst du von meiner Kleinen? Such dir lauf nicht. Glaubst du an der Decke, bist du sicher oder was? Das scheint mir nicht ganz der richtige Raum zu sein. Ich hab sie nicht.
Du bist es auch nicht wert, gerettet zu werden, ganz ehrlich. Da hast du schon ganz recht. Ja, komm ich doch holen. Jetzt bin ich immun gegen den, aber Atlas nicht. Komm, 5 Autohacker, jetzt sind wir eh bald fertig. Ich wollte ihm ein schnelles Ende bereiten. Ich bin ja kein Unmensch, nicht so wie Atlas. Aber Feuer ist nicht gerade ein schnelles Ende, muss man mal sagen. Okay. Schrot wirkt ziemlich gut. Wie es aussieht. Ah! Hä, wo muss ich hin? Okay, jetzt aber schnell. Los, 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 los. Verkommt, ist das alles? Ja, wie gesagt. Junge! Und jetzt schnell raus. Du kannst warten, ja, du kannst warten. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Wenn du wüsstest, wie viele ich von denen schon platt gemacht habe, Junge, ne? Wärst du nicht mehr so großspurig. Gut, ich beende die Folge mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.